Hallo liebe Zuschauer und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Meine Stimme ist schon ein bisschen vorgewärmt und vielleicht auch ein bisschen angekratzt, denn diese Folge nehme ich direkt nach dem Livestream auf, also wirklich direkt danach. Wir haben hier gerade den Stream beendet und jetzt nehme ich noch die Folge auf, denn die muss morgen released werden. Wir haben im Stream jetzt wunderbaren Fortschritt gemacht, haben in den Katakomben tatsächlich den Verschlinger erreicht und werden ihn im nächsten Stream, der dann nächste Woche Freitag, kann ich jetzt schon mal ankündigen, stattfinden wird, dann auch, also werden wir gegen den Verschlinger dann auch kämpfen. Und jetzt geht es weiter in Karamell und wir machen uns jetzt auf zum Zuckermais-Bauernhof in die Lagerhalle. Dort erwartet uns ja der nächste Kampf. Ich gehe ganz kurz zu Hilda Braukraut und lasse mir meine Tränke einmal hier replenischen. Und dann geht's los. Zack. Bäm und nochmal füllen. Achso, warte mal, das war gerade noch gar nicht notwendig. Ich hab ja schon komplette Leben gehabt, aber das ist irgendwie so ein Reflex, dass ich das dann nochmal drücke. Naja, gut. Ich habe sowieso genug Gold, da tut das jetzt nicht so weh, wenn ich mir einmal einen Trank zu viel kaufe. So viel Gold, wie man hier hinterhergeschmissen bekommt mittlerweile, da wird man ja wahrscheinlich sowieso bald wieder die Maximumgrenze erreichen. Okay, auf geht's. Der Server soll jetzt wieder enorm Probleme machen, habe ich gehört. Vor allem im Stream habe ich das gehört. Und ich habe auch gehört von jemandem, dass wenn ich mich jetzt auslogge, es eventuell sein könnte, dass ich nicht wieder ins Spiel zurückkehren kann, weil es da wohl irgendein Problem gibt. Deswegen bleiben wir jetzt mal schön hier drin. Ich nehme die Folge auf und danach kann ich auch meinen Wegen rausgehen. Dann ist es mir relativ egal. Ich denke mal, dass sie bis morgen das Problem ja wohl behoben haben werden. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich so dumm bin und hier durch das Gebiet laufe. Ich habe gerade ganz vergessen, dass es hier einen Teleporter gibt. Aber gut, dann machen wir das halt mal kurz und ja. Nutzen den nächsten Teleporter, der uns zur Verfügung gestellt wird. Die Gummipflanze, auch hier wieder, sogar auf der Karte verzeichnet. Schön. Gott, war das ein Umweg jetzt. Egal. Zuckermais-Bauernhof, da wollen wir hin. Jetzt sind wir auch endlich da. So, uns erwartet ein neuer Dungeon. Wir haben jetzt aber Hilfe dabei. Jemand aus dem Stream hatte sich noch bereit erklärt, jetzt noch für die Folge sogar noch mitzuhelfen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Dann werden wir heute überhaupt keine Probleme haben, hier weiterzukommen. Und nicht, dass wir sonst Probleme hätten. was? Okay, rein da. Ja, zwei Leute sogar. Okay. Oh mein Gott. There he is, wizard. Tell us, Vonky, what are you really doing? Oh no, I do not think I will be telling you the intricate plan we have devised. Actually, it is right on that board over there, the one titled The True Happiness Initiative. It says, ramp up treat production mix. Do not look upon my secret plan scrum board. That is a hideous invasion of my privacy. And I said, good day. Oh, ich muss mal ganz kurz mein Deck wieder anpassen, denn für den Stream und für die Bosse hatte ich hier ein bisschen was abgeändert. Huch, ach man ey, der Server ist so langsam. Aber jetzt sollte es eigentlich wieder passen. Ja, gut. Sturm, Rang 19 mit Sturmgehilfen, also hier die volle Breitseite. Und dann gehen wir mal rein. Achso, der eine Gehilfe ist aber jetzt verschwunden, weil wir nicht zu viert sind. Okay. Umso besser, hat auch nur 9200 Leben. Das kriegen wir noch hin. Boah, ich merke wirklich, wie meine Stimme jetzt langsam mal den Geist aufgibt. Also für die Folge wird es noch reichen, aber danach sehe ich ein bisschen schwarz. Namen bestimmt nicht von Willy Wonka geklaut. Ach, Quatsch.
Okay, los geht's mit dem Angriff gleich. 45, dann noch eine 40er Klinge drauf. Ja, ich meine, diese Kämpfe, die wir jetzt hier haben, die sind ja wirklich Pillepalle im Vergleich zu dem, was wir gerade im Stream gemacht haben. Also die Katakombenbosse waren ja wirklich, wirklich schwierig. Bis auf der letzte, der ging sogar irgendwie. Aber der Verschlinger wird dann nächste Woche auch nochmal schlimm. Wobei ich den ja sogar mehrmals laufen würde, eigentlich gern. Um dort ein bisschen, ja, Sachen gedroppt zu bekommen. So, die Gehilfen sind schon mal weg. Und der Boss kommt gleich hinterher. Postwendend. Boah, wie lange das hier lädt, ne? Da merkt man schon wieder, in welchem Zustand sich der Server hier befindet. Merci. Oh, Crispies. So the happiness initiative to expand Caramel Delights to the Spiral was a front for... Well, destroy all candy makers so we can spread Caramel Delights to the Spiral, yeah? We won't just be the best, we will be the only snack company. Ah, sie wollen ein Monopol aufbauen, okay, verstehe. I still do not understand how the Gobbler's Fett fits in. How does that make the gummy sour? Because when gobblers sugar crash, their bodies produce anti-joys. That is why they get so dangerously hangry. Seemed a good... Speaking of which, Wizard, get a photo of the secret plan scrumbled. Huch! Oh, upsala. Ich hab das gar nicht mitbekommen, was die meinten. Der Arme. Ja, das stimmt. Der wird jetzt vernichtet. Tschüss. Oh mein Gott, das war gerade eine Hinrichtung. So, wir machen ein Foto von der Tafel. Oh, warte mal. Können wir doch bestimmt auch ein bisschen ran zoomen. So. Perfekt. That should do it. Now let us get out of here. Sehr gerne. You will not win. You cannot. Soon, Nana will be everywhere. Nana will be everything and sweetness will prevail. Alter, sind die alle gestört hier? Das gibt's doch gar nicht. Was ist hier nur los mit dieser Welt? Ich habe es von Anfang an nicht verstanden und ich verstehe es auch jetzt am Ende der Welt immer noch nicht. Wirklich unfassbar. Pictures of the whole process. Evidence to show the rest of Caramels as a happiness initiative is a lie. We should return to the Weird Sisters. But first, let us attend to our gobbler friends. Are you calming down? Wie sie sich dreht. Oh, sorry about before. It's just we hadn't eaten in a while. Low blood sugar makes gobblers angry. So I hear. Well, believe it or not, I actually know a place you can go to get help. An acquaintance has a house in the forest. It is hard to find, though. I am told you have to follow your nose. Hey, is that gobbleberry pie? I love gobbleberry pie. Let's go, everyone! Yeah, I know. I do not smell anything either. Let us just get back to the treehouse. Okay, wir hinterfragen das nicht. Hauptsache die Schlunder sind weg und lassen uns erstmal in Ruhe. Und wir können jetzt zurückgehen und eigentlich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Um hier die ganze Scharade aufzudecken. Die Frage ist, wie passt das jetzt mit Schlunderton zusammen? Weil dort müssen wir ja anscheinend als nächstes hin. Das werden wir gleich sehen. Und wir sind auch bald wieder eine Stufe weiter, nämlich Stufe 146. Boah, guckt euch mal an, wie lange das Buchsymbol hier über unserem Kopf schweben bleibt.
und wie spät das auch erst kommt manchmal. Das sind alles so Indikatoren, dass hier der Server schon wieder ja, an der Klippe steht. Gar nicht gut, nee, nee. Hans, you made it. Are you feeling better? Oh. How is Nibelheim faring? Oh Gott, ich will eigentlich nicht mit Hans nochmal reden. Fine now. Anana did show up to force that treacle plant to reopen, but Orson held firm. I wonder why she cares so much about that toxic gunk. Toxic? Of course. Nan is not interested in designer treats. She wanted treacle as a weapon, the ultimate stink bomb for her army of clambrés. Her what? I will catch you up while the visit. Ja, da ist der Dialog wieder weg. Ich vergesse es immer wieder. Egal. Die seltsamen Schwestern, hallo. What you just said makes perfect sense. The Antojoys in Gobbler's Sweat work like Sour Patch Goat Dandruff, turning bland candy corn gummies sour. Even the trigger word fits. Nobody says sad in caramel. At least not until the Happiness Initiative overworked them. Then they complained. The gummies were activated. Rampage, rampage. And also Nana could make a secret army to destroy other candy companies. A tale as old as time. But what to do now? How to stop this? That is beyond science. Strategy is more Samantha's area. Go talk to her. Oh. Sehr gerne. Mit ihrer imaginären Freundin. Oder was auch immer das nochmal für ein Ding war. Strategy is not my area, it's Piper's area. And she says we obviously need to expose Nana and end the Happiness Initiative. Das ist ein guter Plan. Who is Prudence? My familiar is Piper. But first she says we need to counteract the Gobbler Antijoys. Sweeten Nana's army and make it harmless. Rosina's a gobbler expert. I sent some gobblers her way earlier, but you know she cannot stand the forest and her house moves. How do we find it? Yes, Piper, I know they can follow the breadcrumb trail, but it is invisible. Oh, they would need superior senses or a pet to find it. Oder ein Haustier, natürlich. Was auch sonst. Wizard! You can help with that, yeah? Let your pet lead the way to Rosina's house and my sister and I will follow. Mal wieder muss Luna den Tag retten. Ist ja auch nichts Neues. Gut, dann work your magic, bitte. Ah ja. Hier sehen wir die Brotkrumen und einen magischen Pfad, der uns hier zum Ziel bringt. Ist wahrscheinlich einfach nur dieses Haus, was da hinter dem Busch versteckt war. Haben wir ja schon entdeckt, sozusagen unfreiwillig. Auf der Suche nach der Zitrone und dem Lakritz, nach der Lakritzpflanze. Nämlich hier dahinter, genau. Oh, da hinten ist Schlunderton auch schon. Hey guys, want some green ground stuff? What is all this? I do not know. They look like plants, but there is no sugar dust, no whiff of the peppermint. They are just green or red. They are called vegetables, my friend. And their presence on caramel can only mean one thing. We are all in serious danger. Okay. Malworth, how did you find this place? Easy, Fräulein. I spied it. Ja, genau. Wizard, we must stop bumping into each other this way. Ah, but this time, I was not following you. I was following George Wedge. He is the last of our suspects for the attack on the old one. And a fitting candidate too, as he has the power to... Oh mein Gott. Und jetzt live ein... ...roots to pull people beneath the earth. He most likely dragged your friends inside the house. He waits for you there. This time it is a trap. Ich dachte schon, der hat die Macht, diese komischen Löcher irgendwie zu öffnen, aber wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir ja von Anfang an schon zu ihm gehen können. Oder ihn suchen können. Richter Weg, der letzte der drei Kabalverdächtigen, da ist er auch schon. Ein Känguru.
You stand accused of fraternizing with candy pushers, of producing and distributing foodstuffs with limited nutritional value. Also, you probably attack the old one. How do you plead? Plea rejected. Proceed to each of the trial rooms for your sentencing and execution. Ich glaube nicht. Was ist das denn? The witness will answer the question. I do not know what is happening. Did the wizard engage in willful acts of snackification? Yes or no? It's a simple question. I am unsure. Ask them yourself. Ah, there's the defendant now. Anything to say before I pass sentence? I thought not. Tatsächlich treffen wir hier mal wieder dieses untote Gemüse. Das kennen wir ja schon. Und die Musik hier drin ist irgendwie cool. Und in dem Moment, wo ich das sage, ist sie plötzlich verstummt. Okay, erstmal nur einfache Soldaten und dann am Ende wahrscheinlich Richter weg. Höchstpersönlich. Okay. Die sehen so creepy aus, diese Bären. Haben wir ja letztens erst in diesem Schlingkrautschrecken-Herausforderungs-Dungeon gesehen. Tote Beete, stimmt, so heißen die. Und Feuerdrache, damit ist dieser Kampf direkt dann erledigt. Und Maue von Trap zumindest schon mal befreit. An der anderen Seite wird wahrscheinlich dann jetzt hier Greta... Wie ist sie so? Ich hab's drüber vergessen. Sein. Cooler Angriff, aber der bringt leider nichts. Da sieht es bei dem Drachen hier jetzt schon ganz anders aus. Heiz ihnen ein. Ja, natürlich. Warum ist das eigentlich so dunkel? Do you deal with this sort of lunacy often, Wizard? Because I do not. But we have to find Greta. We were separated when the vine things pulled. Und jetzt hat er seine Farbe wieder zurückbekommen. Cool. You are accused of promoting sweets. How do you plead? You will be the one pleading when I get out of here. If you provide evidence on your accomplice. Good for you, because my accomplice won't. Will you, Wizard? Wir sehen sie leider nicht, deswegen habe ich den Dialog jetzt auch mal geskippt. Und da sind jetzt diese Möhren. Okay, die kennen wir ja auch schon. Los geht's. Greta sieht aber normal aus. Sie ist nicht so komisch geschwärzt worden. Ups. Verdammt. Mist. Naja, egal. Okay, egal, wir sind sowieso betäubt worden da. Wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Oder da ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich die Klinge jetzt nicht gemacht habe.
Ich kann leider jetzt gerade nicht angreifen, aber das erledigen unsere Gefährten schon. Wollen wir hoffen, dass sich der letzte Kampf gegen den Boss nicht so sehr in die Länge ziehen wird. Dass er nicht so fiese Regeln hat. Ich denke mal, es wird schon irgendwie gehen. Luna macht da weiter, wo sie aufgehört hat. Das ist richtig. Luna ist im Stream total abgegangen. Die hat pro Runde gefühlt dreimal geheilt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, was sie zu sich genommen hat. Aber ja, sie ist richtig auf Zack heute. We must get her out of that cage. Ja, ich bin schon dabei. I need to punch someone. Too bad they all ran away. Perhaps we should... Yes. Letzter Verhandlungsraum. Ja, wer da auf uns warten wird, ist ja wohl schon klar. Nämlich der Richter höchstpersönlich. Da unten steht er auch schon. I hate this world. It's sickering. False. Everything wrong with society. The spiral needs to become like uncooked vegetables. Hard. Healthy. Land. That's what the first world was. No towering apex of divine civilization. It was just life without the culture and flavor created by the spiral worlds. The first world was cauliflower, flat, tasteless pabulum. In a word, it was wholesome. A disease you're no doubt trying to save, which is why you're guilty, wizard. And the sentence for being guilty, death. Ja, Selbstjustiz funktioniert natürlich auch, ne? Aber das wird nur klappen, wenn er stark genug ist. Und das ist er nicht. Wer zur Hölle ist da in dem Käfig drin? Das sieht aus wie ein Alfoy. Das ist doch ein Alfoy, was zur Hölle? Wer ist das denn? Okay. Interessant. Ach, Rosina. Ach, ja klar. Der gehört ja eigentlich hier das ganze Haus. Boah, Junge. Der Server. Was? Alter, das ist doch nicht mehr normal. Hilfe, diesen Angriff habe ich noch nie gesehen. Nicht schlecht. Und Luna hat wirklich noch nicht genug geheilt. Anscheinend. Oh nein, er hat was gegen Täuschen. Verdammt. Wie viel Leben hat er eigentlich? Ich habe gerade gar nicht geguckt. Aber wahrscheinlich nichts gegen das, was wir jetzt hier im Stream gesehen haben. Hilfe! Flower Power, ja, das passt jetzt mal irgendwie. 11.000 hat er, okay. Er wurde verwandelt. Gut, dass wir nicht alleine in diesem Kampf sind, sonst wäre das wahrscheinlich etwas gewesen, was den Kampf hier sehr in die Länge zieht. Diese Geräusche sind so lustig.
Die hören auch einfach nicht auf mit ihren Angriffen. Und Luna hört einfach nicht auf zu heilen. Es ist ein Geben und Nehmen hier. Man hat hier ein Schild der Legion anscheinend als Zauber. Ist halt jetzt ein Problem, weil er jetzt nicht auf sein Deck zurückgreifen kann. Und laut dieser Anzeige ist er für 14 Runden verwandelt. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie vorher beenden kann. Wenn nicht, ja. Es ist sehr, sehr schlecht. Da müssen wir beiden jetzt hier das Ganze letztendlich beenden. Ich muss auch sagen, wenn du so dreieinhalb Stunden Wizard 101 spielst, dann hast du auch irgendwann, verschwindet auch irgendwann so ein bisschen die Lust, ne? Also ich merke schon, wie ich dann jetzt nach der Folge erstmal ein bisschen Pause brauche vor dem Spiel. Die nächste Folge nehme ich dann morgen auf. Oh oh. Das war nicht wenig Schaden. Also was heißt nicht wenig Schaden? Wir haben halt nicht mehr viele Leben, das meine ich damit. Der Schaden war jetzt nicht so krass. Dankeschön für das Turmschild. So, ich denke, jetzt können wir eigentlich zuschlagen, oder? Ja, können wir. Sehr gut. Dann hauen wir mal rein. Ich hoffe, dass es ausreicht. Wenn der Server jetzt abschmiert und uns rausschmeißt, dann kriege ich aber auch die Krise. Ich habe kurz mal was bei OBS nachgeguckt, weil ich gerade kurz Angst hatte, dass ich hier irgendwie meine Audioeinstellung vom Stream noch hatte, aber zum Glück nicht. Okay, sehr schön. Die Gehilfen sind gut beschädigt. Fast alle tot. Oh, er hat also doch einen Angriff in dieser Form. Sehr schön. Ja, nicht schlecht. Wir haben die Gegner erst abgefackelt und dann weggeeist. Lass das jetzt ausreichen. Plus 20, plus 45, plus 45 und plus 35. Sieht ganz gut aus. Jawoll. Känguru-Ruf. The cavities aren't mine. I didn't see eye to eye with the old one on everything. But he was a vegan, you know? So I gave him a pass. Here's for the cavities themselves. I do hate to be a bother, but would you be so kind as to let me out, kiddo? Thanks. Ah, wonderful. Hello, I'm Rosie. Sie sieht cool aus. Sie hat sogar so Schriftrollen an der Seite und ein Buch. Der Besen ist irgendwie ein bisschen unpassend, egal. Alfoy? No, I don't know what that is. I'm a gobbler, though I suffer from a variety of allergies. Okay. Sugar, gluten, peanuts, dairy, soy, shellfish and wood. I suspect this is related to my rather distinctive features. At any rate, what say we prove that unpleasant fellow wrong and save Caramel? Let's just try not to spend. Würde mich aber trotzdem mal interessieren, wie sie, die ja offensichtlich eine Alfoy ist, hier hingekommen ist, nach Caramel. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine komplizierte Geschichte. Alles klar, Leute, dann, oh Gott, die Folge ist schon echt lang, dann werde ich die jetzt auf jeden Fall mal schnurstracks beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Vor allem vielen, vielen Dank an Basti und an Manuel. Und dann sehen wir uns gerne, wenn ihr mögt. Halt den Mund.
Dann sehen wir uns, Ken, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Natürlich auch vielen Dank an meine Mitstreiter hier. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.